Ich heiße Amira Zeynaldin und ich komme aus Syrien. Ich bin Stipendiatin beim Konrad-Adenauer-Stiftung und gerade studiere ich an der Universität Leipzig. Ich bin der Ali, ich komme aus Syrien. Ich bin in Leipzig seit 2,5 Jahren, studiere an der HTWK Leipzig Wirtschaftsingenieurwesen, Bau, Master. Die Schwierigkeiten für mich waren, das Lernsystem von Anfang kennenzulernen, wie läuft die Sachen und auch die Berufungsformen, die sich von meiner Heimatuni unterscheidet. Am Anfang hatte ich das Problem mit der Sprache. Es war eine große Herausforderung für mich. Ich bin zufrieden mit meiner Wahl von beiden Seiten, der Stadt und der Uni. Ja, mit meinem Studium bin ich sehr zufrieden. In der Tat habe ich viel gelernt und habe ich meine Wissen erweitert. Die Entfernung zwischen den Studenten und den Professoren ist sehr gering. Also ich habe vor dem Studium natürlich viel darüber recherchiert, über meinen Studiengang. Und deswegen war für mich sehr passend. Wir sind bei der Veranstaltung auch mit dabei. Wir sehen uns am 21. März dort.